Einen wunderschönen guten Morgen heute zur Seniorengymnastik. Ich bin die Lili, freut mich, dass ihr dabei seid. Ihr braucht heute ein Handtuch, eine Matte. Schnappt euch noch eine Kleinigkeit zum Trinken, dann würde ich sagen, können wir schon loslegen. Das Handtuch könnt ihr noch kurz zur Seite legen. Wir machen uns schön groß, heben die Ferse vom Boden an, bleiben schön aufrecht. Und wir nehmen mal die Arme mit nach oben. Macht euch lang, streckt euch. Und streckt die Arme zur Seite. Hebt immer noch nur eure Fersen an. Und lasst die Arme locker hängen. Wir heben die Zehenspitzen an vom Boden. Lasst die Fersen noch auf dem Boden. Wir machen das Ganze im Wechsel. Eine Seite zieht die Zehenspitzen an, die andere Seite die Ferse. Bleibt schön aufrecht dabei. Und lockert kurz eure Beine. Wir fangen an, ganz locker zu marschieren. Versucht mit den Zehenspitzen richtig schön abzurollen auf die Ferse. Bleibt schön aufrecht. Schwingt die Arme mit. Und zieht die Knie mal richtig schön nach oben an. Und trotzdem mit den Füßen abrollen. Das Knie kommt nach oben, Oberkörper bleibt schön gerade. Sehr schön, macht ihr das? Und wir werden wieder ein bisschen kleiner mit den Beinen. Wir marschieren nur ganz locker. Und möchten mal unsere Schultern nach hinten kreisen. Wir nehmen den Ellenbogen mit. Und wir strecken den Arm. Genau. Richtig schön strecken. Wir marschieren weiter. Und Arme lockern. Wir kreisen die Schultern nach vorne. Und wir nehmen die Schulter mit, beziehungsweise den Ellenbogen. Und wir strecken die Arme. Richtig schön kreisen. Und locker lassen. Wir möchten versuchen, ein Arm in die eine Richtung, der andere Arm in die andere Richtung zu kreisen. Am besten startet ihr oben, wer mag, darf gerne weiter marschieren, ist umso schwieriger. Ein Arm vorne, ein Arm hinten. Richtig schön kreisen, lasst die Arme gestreckt. Pause und andere Richtung.
Und locker die Arme. Sehr gut. Wir marschieren weiter. Dieses Mal machen wir einen Schritt nach außen, einen Schritt wieder nach innen. Ganz locker die Arme mitschwingen lassen. Wir wollen die Arme mitnehmen, nach außen, immer gleich mit dem Bein. Genau, bleibt schön aufrecht dabei. Geht nur so weit raus, wie es für euch angenehm ist. Halten die Arme kurz an, machen mit den Beinen weiter. Wir möchten gegengleich arbeiten. Das heißt, das rechte Bein tippt nach außen. Dabei geht der linke Arm zur Seite. Und wir versuchen es mal. Sehr gut. Und Arme locker lassen, wir marschieren weiter. Wir möchten die Ferse vorne antippen, ganz locker. Geht leicht in die Hocke. Beugt euren Oberkörper etwas nach vorne. Rücken bleibt dennoch gerade. Schwingt locker die Arme mit. Und wir möchten mit den Zehenspitzen nach hinten tippen. Rücken ist weiterhin gerade. Genau. Und wir tippen mit den Beinen zur Seite. Oberkörper bleibt vorgebeugt. Genau. Wir kommen wieder ins Stehen. Dieses Mal nehmen wir die Arme mit nach oben, wenn wir nach vorne tippen. Die Ferse vorne auftippen und die Arme mit hochschwingen. Sehr gut. Und die Zehenspitzen hinten auftippen. Oberkörper kommt nach vorne. Rücken bleibt gerade. Und wir tippen mit den Zehenspitzen zur Seite. Noch 3, 2, 1 und locker. Sehr gut. Atme tief ein. Bleibt schön hüftbreit stehen. Nehmt die Arme nach oben. Atmet ein und aus. Tief einatmen und fallen lassen. Ein letztes Mal. Und lockern. Schnappt euch euer Handtuch. Faltet das Ganze zusammen. Könnt ihr es besser greifen. Nimm das Handtuch hüftbreit, bleibt schön hüftbreit stehen, leicht in die Knie gehen. Das Handtuch ist vor uns. Wir schwingen mit dem Handtuch auf die linke Seite, kommen wieder zurück, schwingen auf die rechte Seite. Unser Körper bleibt gerade, zeigt immer nach vorne. Und wir rotieren mal mit dem Oberkörper mit. Gehen richtig
bisschen mit. Der Blick geht nach hinten. Noch 3, 2, 1 und lockert kurz eure Schultern. Sehr schön. Ihr könnt das Handtuch zusammenknäulern, wie ihr möchtet. Wir bleiben schön hüftbreit stehen, nehmen das Handtuch in den rechten Arm, heben unser rechtes Knie, wollen das Handtuch unterm Knie übergeben, stellen das rechte Bein wieder auf, machen das Ganze mit der linken Seite. Das Knie kommt nach oben, der Rücken bleibt schön gerade. Lasst die Arme gestreckt. Das Knie muss nach oben wandern. Und ein letztes Mal jede Seite. Geschafft. Sehr gut. Schüttelt kurz eure Beine aus. Wir greifen das Handtuch wieder hüftbreit. Gehen leicht in die Knie. Beziehungsweise ihr könnt es auch ein bisschen lockerer nehmen am Ende. Dann ist es fast ein bisschen leichter für die nächste Übung. Wir wollen das Gleiche machen wie gerade eben, nur durchschwingen. Das heißt, wir bleiben schön in den Knien, schwingen über die Seite. Der Oberkörper darf sich schön nach hinten lehnen. Wir schwingen erstmal nur in eine Seite, als wollten wir zum Beispiel auch eine Jacke nach hinten schwingen und sie dann anziehen. Oder wie beim Sauna-Aufguss und Richtungswechsel. Genau. Und Pause. Lockert kurz eure Schultern. Knollt wieder euer Handtuch zusammen. Wir stellen uns wieder hüftbreit hin, gehen leicht in die Knie. Dieses Mal übergeben wir auch wieder das Handtuch unter den Knien bzw. unter den Beinen, wenn wir das Bein anheben. Strecken aber diesmal die Arme nach oben, übergeben das Handtuch oben und heben erstmal nur das rechte Bein. Denkt auch hier wieder dran, das Knie kommt nach oben. Hoppla. Der Oberkörper bleibt gerade. Genau. Und Richtungswechsel. Dieses Mal ist das linke Bein dran. Zieht euer linkes Knie nach oben. Bleibt schön aufrecht. Und Pause. Lockert kurz eure Schultern. Trinkt einen Schluck, wer möchte. Ihr dürft euch wieder hüftbreit hinstellen. Greift das Handtuch hüftbreit,
so, dass es aber noch locker ist, noch nicht gespannt. Streckt die Arme nach vorne auf Schulterhöhe, leicht in die Knie, gehen Schulterblätter hinten zusammen und wir wollen das Handtuch mal auseinanderziehen. Bleibt schön gerade. Schulterblätter hinten zusammenziehen, leicht in den Knien bleiben und halten. Versucht das Handtuch auseinanderzuziehen. Und wir machen das Ganze mal in Bewegung, immer klein, leicht auseinanderziehen. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Rotiert kurz mit eurem Oberkörper von Seite zu Seite. Atmet tief ein und aus. Kommt wieder in die Mitte. Legt das Handtuch kurz auf den Boden. Ich hoffe, ihr habt keinen Teppichboden da, wo ihr gerade seid. Ansonsten macht ihr das Ganze strümpfig. Stellt euch mit dem rechten Bein auf das Handtuch. Das linke Bein ist das Standbein leicht gebeugt. Wir möchten jetzt mit dem rechten Bein nach vorne wischen, über die Seite, wieder ran. Nach vorne, zur Seite, ran. Nach vorne, über die Seite, ran. Bleibt schön aufrecht. Wer das Ganze schwerer haben möchte, darf nach hinten und dann ranziehen. Nach vorne, über die Seite, nach hinten das Bein strecken und ranziehen. Genau, schön aufrecht bleiben. Noch 2. 1. Und kurz Beine ausschütteln. Lasst das Handtuch ruhig auf dem Boden. Wir nehmen noch die andere Seite. Jetzt ist das linke Bein dran. Das rechte Bein ist das Standbein. Wir wischen nach vorne über die Seite ran. Wer wieder mehr möchte, darf das Bein über die Seite nach hinten ran. Dein Handtuch ist zu groß. Nach vorne über die Seite hinten ran. Denk dran, wieder schön aufrecht zu bleiben. Genau. Noch 2, 1 und locker die Beine. Hebt euer Handtuch vom Boden auf. Greift das Handtuch wieder so, dass es leicht oder locker ist, noch nicht spannt. Geh hüftbreit mit den Füßen auseinander. Leicht in die Knie. Wir machen das Ganze von gerade eben nochmal. Wir ziehen das Handtuch auf Schulterhöhe auseinander. Zieh die Schulterblätter hinten zusammen. Halte die Bauchspannung. Schön auf Schulterhöhe bleiben. Bleib oben. Auch wenn es anstrengend wird. Noch 3. 2, 1 und wir ziehen es die ganze Zeit auseinander. Denk an deine Schulterblätter, die wollen zusammenkommen. Noch 5. Rotier kurz mit den Armen wieder von Seite zu Seite.
Ganz locker, atme dabei tief ein und aus. Und lösen. Sehr gut. Das Handtuch darf wieder auf den Boden. Stellt euch auf das linke Bein, das rechte Bein darf wieder arbeiten. Euer Standbein ist leicht gebeugt, Oberkörper bleibt schön gerade. Wir schwingen mit dem rechten Bein zur Seite und ziehen es wieder ran. Zur Seite und ranziehen. Denkt dran, euer Rücken bleibt schön gerade. Standbein ist gebeugt. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Geh vom Handtuch runter, schüttel deine Beine aus. Stell dich auf das rechte Bein. Das rechte Bein ist das Standbein. Das linke Bein darf jetzt arbeiten. Wir schwingen zur Seite. Beziehungsweise wischen den Boden. Wird auch euer Boden sauber. Ich nehme an, aber der ist bestimmt schon sauber. Bleibt schön aufrecht. Noch 3, 2, 1 und locker die Beine. Sehr gut. Hebt das Handtuch wieder vom Boden auf. Greift das Handtuch so, dass es noch leicht locker ist. Trotzdem hüftbreit. Wir strecken die Arme nach oben über unseren Kopf. Wollen jetzt die Ellenbogen nach unten anziehen, das Handtuch hinter unseren Kopf bekommen und strecken die Arme wieder nach oben. Unsere Ellenbogen ziehen nach außen, unten und wieder hochkommen. Nach unten ziehen und wieder hochkommen. Bleibt schön aufrecht dabei. Halte das Handtuch unter Spannung. Schön gerade. Spann deinen Bauch an. Achte darauf, dass du nicht in ein Hohlkreuz kommst. Schieb dein Becken nach vorne. Noch 3, 2, 1. Nach oben und locker deine Arme. Sehr gut. Atme tief durch. Sehr gut. Wir machen gleich weiter mit der nächsten Übung. Wir halten das Handtuch hüftbreit, lassen die Beine gestreckt gehen, leicht hüftbreit, in den Stand die Knie leicht beugen, Oberkörper bleibt gerade, beugt sich aber nach vorne, das Gesäß schiebt nach hinten, sind vorgebeugt, Arme sind gestreckt, bleiben ganz locker hängen. Wir ziehen jetzt die Arme nach hinten ran, Ellenbogen bleibt der spitzeste Punkt und wir strecken die Arme wieder. Eng am Körper lang ziehen und strecken. Führ das Handtuch zu eurem Bauchnabel, der Blick geht Richtung Boden, der Rücken bleibt gerade. Eure Ellenbogen sind der oberste Punkt. Bleibt schön eng mit den Armen. Genau. Spannt euren Bauch an. Schiebt euer Gesäß nach hinten. Euer Gewicht ist auf den Fersen. Noch 3, 2, 1 und kommt nach oben. Sehr gut. Lockert nochmal die Arme.
kreist eure Schultern. Genau. Wir strecken die Arme wieder nach oben. Dieses Mal ziehen wir das Handtuch vor unserem Gesicht auf Brusthöhe. Strecken es wieder nach oben, die Arme. Und ziehen das Handtuch hinter dem Rücken wieder nach unten, wie gerade eben. Kommen wieder hoch. Immer abwechselnd. Einmal vor dem Gesicht, einmal hinten. Auch hierbei darauf achten, eure Ellenbogen sind immer der spitzeste Punkt. Schiebt die Hüfte nach vorne, bleibt im Oberkörper gerade. Nicht ins Hohlkreuz kommen. Streckt die Arme immer wieder schön nach oben. Noch drei. Zwei. Eins. Und geschafft. Locker deine Schultern wieder. Genau. Könnt ihr euch noch daran erinnern, was wir davor gemacht haben? Das Rudern. Wir stellen uns wieder hüftbreit hin. Das Gesäß schiebt nach hinten, Oberkörper ist nach vorne gebeugt, Rücken gerade, Bauchnabel einziehen. Wir greifen wieder hüftbreit, lassen die Arme erstmal ganz locker hängen und ziehen dann das Handtuch zum Bauchnabel ran und strecken die Arme wieder. Die Arme führen eng am Körper entlang und wieder strecken. Die Ellenbogen sind hinter dem Rücken der spitzeste Punkt. Denkt dran, euren Bauchnabel einzuziehen. Noch drei, zwei, eins und lösen. Sehr gut. Beugt euch kurz nach unten. Lasst die Arme hängen. Versucht die Beine gestreckt zu lassen. Atme tief ein und aus. Spür die Dehnung in deinen Beinen, in deinem unteren Rücken. Und dann roll dich langsam nach oben wieder auf. Sehr gut. Schnappt euch eure Matte. Genau. Kommt über einen großen Ausfallschritt ins Sitzen. Das Handtuch brauchen wir gerade erstmal, deswegen legen wir das noch nicht unter die Matte oder auf die Matte drauf. Knollt das Handtuch zusammen. Ich drehe mich zu euch. Stell die Knie hüftbreit auf. Die Füße, nicht die Knie. Nehmt das Handtuch zwischen die Knie. Bleib schön aufrecht. Du darfst dich gerne hinten abstützen. Wir wollen jetzt die Knie zusammendrücken, beziehungsweise das Handtuch zwischen unseren Knien zusammendrücken. Du bestimmst die Intensität. Je stärker du drückst, umso schwieriger wird es. Je weniger du drückst, umso leichter ist es. Und jetzt versuch mal, deine Knie zusammenzudrücken. Man sieht es hier gar nicht so arg. Halte die Position und locker lassen. Immer wieder zusammendrücken und locker lassen. Bleib schön aufrecht. Genau. Und wir halten. Drück die Knie fest zusammen. Halten, halten, halten. Sehr gut. Und lösen. Locker kurz deine Knie, deine Beine. Genau. Wir legen das Handtuch um die Knie herum. Drumherum. Halten es oben zusammen. Wir wollen jetzt die Beine auseinander drücken. Bleib schön aufrecht. Wer mag, darf das gerne auch natürlich im Sitzen auf einem Stuhl machen. Drück die Beine auseinander, drück die Knie
gegen das Handtuch und halte. Und wieder lösen. Kurze Pause. Und wieder auseinanderdrücken. Und lösen. Wieder auseinander, feste drücken. Halten, halten, halten und Pause. Und ein letztes Mal die Knie nach außen drücken. Sehr gut. Und locker. Sehr schön. Kann sich gerne kurz in den Schneidersitz setzen oder auch in den Langsitz, was für euch angenehmer ist. Darauf achten, dass ihr schön aufrecht sitzt, die Brust kommt raus und wir wollen jetzt das Handtuch zusammenfringen oder auseinanderfringen, als wollten wir das Wasser aus dem nassen Handtuch rausbekommen. Halte die Position, versuch die Arme auf Schulterhöhe zu bekommen und dort die Spannung zu halten. Merkt euch, welche Arme in welche Richtung drückt bzw. zieht. Wir wechseln gleich die Seite. Und lösen. Sehr gut. Zieht nochmal nach. Nochmal fester. Und nach oben. Ich hoffe, ihr spürt es gut in den Unterarmen. Nochmal feste zusammenziehen und lösen. Sehr gut. Lockert kurz eure Handgelenke. Sehr gut. Wir kommen nochmal zu der Übung, wo die Knie das Handtuch zusammendrücken dürfen. Das Handtuch zwischen die Knie. Stellt eure Arme hinten auf. Bleibt schön aufrecht. Die Beine sind hüftbreit aufgestellt. Und wir drücken die Knie zusammen und lösen wieder. Zusammen und lösen. Ganz kleine Bewegung. Und wir halten die Position. Halten, halten, halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Lockert kurz die Beine, schüttelt die Beine aus. Sehr schön. Wir legen das Handtuch wieder um die Beine. Bleibt schön aufrecht. Wer mag, darf sich wieder auf einen Stuhl setzen und drückt die Knie nach außen und wieder lösen. So eine ganz kleine Bewegung, ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber dafür intensiv. Immer schön die Knie nach außen drücken und locker lassen. Und wir halten, drückt die Knie nach außen, so fest wie ihr könnt. Halten, halten, halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Locker kurz die Beine. Komm wieder in deine Sitzposition, die für dich angenehm ist. Und wir wollen das Handtuch wieder zusammenfringen. Dieses Mal aber in die andere Richtung. Ich hoffe, ihr wisst es noch, in welche Richtung ihr gefrungen habt. Heißt das gefrungen? Ich glaube. Wieder auf Schulterhöhe die Arme. Und richtig schön das Handtuch ausfringen. Greift nochmal nach. Und weiter halten. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und lösen. Locker die Arme, schüttel deine Handgelenke aus. Sehr gut.
setzt euch auf die Matte, ganz locker, greift euer Handtuch, gerne hüftbreit, bisschen locker lassen, stellt die Füße auf. Wir gehen mit dem Rücken nach hinten, Arme sind gestreckt, wir legen das linke Bein auf den Boden ab, heben das rechte Bein, möchten es unter oder über das Handtuch rüberbringen, Rücken ist nach hinten gelehnt, strecken, ziehen das Bein an und wieder über das Handtuch bringen. Ranziehen, Bein strecken. Immer schön im Wechsel. Lasst das Handtuch ruhig locker, dann klappt es ein bisschen besser im Wechsel. Noch zwei. Eins und lösen. Ich weiß, es ist fies. Bisschen Beweglichkeit noch mit drinnen. Aber ich denke, ihr schafft es. Lasst das Handtuch ruhig so locker halten. Oberkörper nach hinten. Linkes Bein über das Handtuch und wieder drunter. Versucht die Brust vorne rauszubekommen. Noch drei. Zwei. Und ein letztes Mal und Pause. Sehr gut. Ich nehme mein Mikro. Jetzt. Legt euch auf den Rücken. Nehmt das Handtuch, faltet es zusammen. Nehmt es zwischen die Füße an die Sohle. Drückt das Handtuch zusammen, drückt eure Lendenwirbelsäule in den Boden und wir möchten versuchen, die Füße zusammenzudrücken, das Handtuch zwischen unseren Zehen zusammenzudrücken. Halte die Position, versucht die Beine zusammenzubekommen und locker. Sehr gut, atmet aktiv in den Bauch ein. Hebt und senkt eure Bauchdecke. Streckt die Beine wieder nach oben zur Decke. Drückt die Fußsohlen oder die Fußinnensohle zusammen. Die Lendenwirbelsäule aktiv in den Boden drücken und halte die Position. Noch 5, 4, 3, 2, 1 und locker. Wackel kurz mit den Beinen von Seite zu Seite. Atme tief ein und aus. Nimm das Handtuch in die Hände. Greif es hüftbreit. Stell deine Beine auf, streck die Arme, wir wollen mit dem Handtuch an den Oberschenkel nach oben wandern, heben unsere Schulterblätter vom Boden ab und senken wieder den Oberkörper ab, wieder nach oben, wir wandern mit dem Handtuch an den Oberschenkeln entlang, hoch und wieder runter. Kommt schön nach oben. Noch 3. 2. 1. Und ablegen. Atme tief ein und aus. Nimm das Handtuch in seiner vollen Länge. Stell dein rechtes Bein bzw. deine rechte Sohle ins Handtuch, zieh das Handtuch zu dir ran, leg dein linkes Bein im Boden ab und zieh dein rechtes Bein mit Hilfe des Handtuchs zu dir ran.
und versuch das Bein zu strecken. Nochmal ein bisschen mehr. Darf ruhig wehtun. Und langsam lösen. Stell das rechte Bein auf. Leg das Handtuch kurz zur Seite. Streck deine Arme auf die Seite. Lass dein rechtes Knie über das linke Bein kippen, sodass dein Knie Richtung Boden wandert. Dein Gesicht drehst du zur rechten Hand. Spüre die aktive Verdrehung deiner Wirbelsäule. Atme tief ein und aus. Komm langsam wieder auf den Rücken. Leg das rechte Bein ab. Zieh das linke Bein zu dir ran. Die Fußsohle wieder ins Handtuch rein. Zieh das Bein mit Hilfe des Handtuchs zu dir ran. Noch mal mehr. Ein Ticken mehr ranziehen. Und lösen. Stell das linke Bein auf. Leg das Handtuch wieder zur Seite. Lass dein linkes Knie über das rechte Bein fallen. Dein Gesicht schaut zur linken Hand. Spür auch hier wieder die aktive Verdrehung. Atme tief ein und aus. Und roll langsam wieder zurück. Zieh beide Knie an, greif deine Knie mit den Handflächen und mach Kreise mit den Knien. Erstmal in eine Richtung und Richtungswechsel. Lösen, zieh dich mit einem Knie nach oben in den Sitz. Gib dir kurz ein paar Sekunden zum Durchatmen. Lass deinen Kreislauf ankommen und komm über deine Variante nach oben in Stehen. Atme tief ein und aus. Streck dich nochmal nach oben, mach dich lang, komm auf die Zehenspitzen und Arme locker. Nochmal nach oben, tief einatmen und ausatmen. Sehr gut. Dann bedanke ich mich, dass ihr mitgemacht habt. Ich hoffe, wir sehen uns demnächst wieder live beim Mitmachen. Bis bald und macht's gut.